In Konrads von Haslau, Jüngling, hatte sich bereits angedeutet, was sich über die genuin höfische didaktische Literatur im Prinzip pauschal sagen lässt. Sie bleibt von der Kritik der Geistlichen am Schachspiel prinzipiell unberührt. Sie betraf den Adel schlicht nicht, solange er sich im weltlichen Kontext bewegte. Die Wertschätzung des Schachspiels als eine kulturelle Errungenschaft mit umfassender epistemologischer Bedeutung, welche den hochrangigen intellektuellen, ethischen und ästhetischen Standards der europäischen Elite exemplarisch repräsentierte und die ab dem 13. Jahrhundert schließlich in den Schachzabelbüchern verbindlich verschriftlicht und überaus weit verbreitet wurde, drückt sich bereits in der Sangspruchdichtung des 12. Jahrhunderts aus. Die höfische Epik des Hochmittelalters bleibt ebenfalls von der Kritik der Geistlichen am Schachspiel mehr oder weniger unbeeindruckt, aber auch die schließlich ab dem 13. Jahrhundert den Diskurs quantitativ beherrschenden Schachzabelbücher haben mit ihrer staats- und gesellschaftsmodellierenden Ausrichtung der allegorischen Auslegung auf die Stücke und Gangarten im Prinzip kaum eindeutig nachweisbaren Einfluss auf die epischen Texte, da nicht zu entscheiden ist, welche Ansätze allegorischer Deutungen von den erzählenden Texten unterschiedlichster Provenienzen und Idiome nicht bereits in die umfänglichen Schachzabelbücher geflossen waren, beziehungsweise in welchen Fällen man es nicht mit im Detail kaum nachverfolgbaren mündlich tradierten motivischen Versatzstücken und Allusionen oder auch mit Mehrfacherfindungen zu tun hat. Die Universalität und Selbstevidenz so mancher allegorischer Ausdeutung scheint für Letzteres zu sprechen. Was die im kulturellen Gedächtnis auf Grundlage versprengter mündlicher Erzählungen kursierenden Motive angeht, dürften die Erzählkerne der unterschiedlichen Ursprungslegenden das wesentliche Prinzip sein, aus dem die Schachzabelbücher ihre eigene Begründungslogik und Selbstlegitimation als Adelsdidaxe ableiteten und nach welchem die volkssprachige europäische Epik selbstständig neue narrative Konfigurationen generiert und zu eigenen Erzählmustern ausformuliert haben. Als am Ende von Heinrichs von Neustadt Apollonius von Türland der Titelheld zusammen mit seiner wiedergewonnenen Frau Lucina in Antiochia gekrönt wird, erhalten auch seine Tochter Tarsia und ihr Gemahl Antinagoras die Krone von Tyros und werden schließlich gemeinsam in Hochzeitsgemach geführt, auf das sie die Ehe vollziehen. Nach anfänglich scheuer Zurückhaltung berichtet der Erzähler vom Küssen und Liebkosen, Umarmen und Aneinanderschmiegen. Es wurde ihnen die ganze Nacht über nicht langweilig, denn sie hätten Kurzeweile fill, sie spielten Schachzabelspill. Der Herre bekunde genenden, erzog einen Fänden. Der sagte der Königinne matt, was schadet das, des wird gut Rat. Über ein kurze Zeitsidder sagt ihm die schone Magd wieder, matt und das sine Schach, mehr dann 4 Stund danach. Die typisch höfische Kurzeweile des Schachspielens dient als Bildspender für das Liebesspiel, das Mattsetzen als Metapher für die Kopulation, nicht aufgrund einer Notwendigkeit, tabuisiertes sozusagen über Bande zu erzählen, sondern vielmehr, um die frivole Fantasie des Publikums anzuregen und gleichzeitig auf den höfischen Charakter des Liebesspiels, sozusagen auf höchstem kulturellen Niveau hinzuweisen. Das Wesen des Schachspiels als eines spielerischen Kampfes zwischen zwei gleichberechtigten Partnern bot hierfür die Voraussetzung, um als metaphorisches Feld zu dienen, ohne dass konkret gespielt werden würde. Der Zusammenhang zwischen Schachspielen und Minnehandeln, der ab dem 12. Jahrhundert in der volkssprachigen Literatur gesteigerte Signifikanz erhält, wird entweder auf der übertragenen Ebene hergestellt, das Schachspielen wird also wie im Apollonius als symbolisches Minnehandeln ausgedeutet, oder aber Minnehandeln wird im Kontext konkreten Schachspielens erzählerisch angebahnt und vollzogen. Insbesondere in den epischen Texten sind beide Ebenen oft nur undeutlich voneinander geschieden, beziehungsweise es oszillieren kunstvoll die Zeichenebenen von tatsächlicher Handlung und metaphorischer Bedeutung. Zumeist ist das Schachspielen aber nicht mehr als eine Ermöglichungsbedingung von Minneanbahnung oder Rahmung von Minne-Kommunikation und entfaltet darüber hinaus keine weitergehende Bedeutung für den Handlungsverlauf.
im Herpin aus dem Chanson de Geste-Zyklus der Elisabeth von Nassau-Saarbrücken gelingt es dem jungen Ritter Ohlbaum, die Prinzessin Gallien am Hof des Königs Ansi erfolgreich zu freien, nachdem er sich zuvor bereits im Heidenkampf ruhmreich hervorgetan hatte. Bei einer heimlichen Zusammenkunft in Galliens Kammer fordert sie den Schildknecht zu einer Partie Schach heraus. Da sie endorst ist nicht dünn, nämlich die Liebe gestehen von Schamme, als noch Hundestage jeglichen Jungfrau, wenn sie schammen soll. Während für Gallien das Schachspiel einen Vorwand darstellt, um ihre Schüchternheit zu kaschieren, fürchtet dieser, sie wolle seine höfischen Fähigkeiten auf die Probe stellen und verdeckt seine Unkenntnis mit einem offenen Liebesgeständnis. Ihr wollen, dass ich mit euch spielen, ich wollte es zumale gern tun, aber Überliebe hat mir mein Herze also gar entzündet, dass ich nicht dusen mag konnte verdienen, dass ich ein Spiele mochte mit euch gespielen. Überliebe wehrt mir das Spiel. Man spriche dicke und ist wahr, der Mann, der so trunken wird von Liebe, der kann kein Spiele nicht gespielen. Darum bespielt ich itzen mit euch, ihr mochten mich von Stund matten, so mochten wir min spotten. Darum, so bitten ich euch, liebe Jungfrau, dass ihr mich des Spielen auf diesmale erlassen. Die Situation wird so auf beiden Seiten der Scham entledigt. Gelöst, lachend, übergibt Gallien Ohlbaum ein schön köstlich Kleinod, ein Kleinod, als Zeichen ihrer Liebe, was der junge Ritter mit einem Kuss erwidert. Auf diese Weise wird spielerisch die Ehe geschlossen. Schach wird in dieser Szene, wie so oft, nicht gespielt. Vielmehr nutzen die Figuren die bloße Anwesenheit der Realien des Spiels, seine gesellschaftlichen Funktionen sowie seine allegorische Potenz lediglich als Vorwand für Minne-Kommunikation und Minne-Handeln, das heißt im Falle Galliens das Spielen, im Falle Ohlbaums das Nichtspielen. Im Tristan Gottfrieds von Straßburg funktioniert die paradigmatische Eigenschaft des Schachspielens, Eigenräume von Minne zweisamer Intimität zu konstituieren, allerdings nur bedingt, was der immer störanfälliger werdenden Täuschung Markes im Verlauf des Romans korrespondiert, welche auf die Verbannung und Flucht in die Minnegrotte hinausläuft. Eines Nachts ist Tristan mit Mariodo, dem obersten Truchsess und damit gewissermaßen Markes Stellvertreter, ein Schlafgemach teilen sollte, schleicht der von Sehnsucht Gequälte in Isoldes Kemenate. Da das Mondlicht allzu aufdringlich in das Zimmer scheint und das geheime Liebesspiel zu verraten droht, installiert Brangäne ein aufklappbares Schachbrett, welches von der verbotenen Szenerie sowohl das Mondlicht von der einen wie auch die brennenden Kerzen von der anderen Seite abschirmt und das Liebesgeheimnis bewahren soll. Die inverse Tagelicht-Situation gelingt jedoch nicht. Zwar kann das Schachbrett die von entfernt sichtbare Illumination der Bettszene verhindern, das verräterische Mondlicht macht jedoch Tristans Spuren in Gras und Schnee umso deutlicher sichtbar, sodass Mariodo vom verheißungsvollen Ebertraum geweckt dem Flüchtigen umso leichter folgen kann. Da Brangäne vergessen hatte, die Tür zu schließen, kann sich Mariodo für die Liebenden ebenfalls vom Schachbrett verdeckt bis nah an das Bett heranschleichen, um seinem Verdacht Gewissheit zu verschaffen. Wenn er auch nicht sieht, hört Mariodo doch alles, was die beiden miteinander tun. Auch der Raum intimen Minnespiels, der vom exklusiv zweisamen Schachspiel symbolisch abgeleitet und oder konkret ermöglicht wird, ist von prekär permeablen Grenzen umgeben. Wie bei der nur gespielten Schlacht sind Grenzüberschreitungen durch Vertreter der Hurte oder eben auch der Langobarden möglich, was Tristan und Isolde erst durch die gemeinsame Verbannung und schließlich durch die Trennung schmerzlich zu spüren bekommen werden. In Heinrichs von Freiberg Tristan-Fortsetzung wird dann die Konstellation quasi umgedreht. Tristan, nachdem er Isolde das Hündchen Pettigrü als lebendes Minnezeichen gesandt hatte, kehrt heimlich nach Tinterjol zurück und schickt Tinas von Litan, ausgestattet mit einem unverkennbaren Ring, als Boten zur Könige. Als Tinas Isolde antrifft, ist sie mit Marke in eine Schachpartie vertieft, die sie ganz offenbar zu einem Minnigliechen Stelldichein nutzen. Ihr Augenblicke lieblich fluggen über das Brett ofte enwer, von einem hin zum anderen her, von einem her zum anderen hin.
Trotz des syntaktischen Chiasmus, der an Gottfrieds Prolog erinnert, scheint die Zweisamkeit allerdings keineswegs so intim zu sein wie in der Bettszene aus Gottfrieds Roman, denn Tinas wird es ohne Umschweife erlaubt, sich dazuzusetzen. Sogleich erblickt Isolde Tristrans Ring an seiner Hand. Diesen kurzen Moment der Ablenkung nutzt Marke nach einem bekannten Motiv, um Isolde Schach zu bieten. Das Motiv des listigen Ablenkungsmanövers findet sich in neben einem Text des Spruchdichters Herga und im Minne-Roman Flore und Blancheflor auch bei Salman und Morolf. Der listige Ratgeber Morolf fordert die heidnische Königin Salme zum Schachspielen auf und bietet seinen eigenen Kopf gegen die schönste Jungfrau ihres Hofes zum Einsatz. Dass die erwählte Maggot ausgerechnet die Schwester König Flores ist, also der Protagonist aus Flore und Blancheflor, hat motivgeschichtlich seinen Eigenwitz. Sie sagt lachend, ob du das Spiel gewonnest, es musste doch verloren sein. Salme ist Morolf zwar im Spiel, der Morolf ihr aber in der List überlegen. Während des Spielens setzt er einen Fingerring auf, der auf kunstvolle Weise einen kleinen Nachtigallautomaten eingebaut hat, der selbstständig singt. Die Königin ist sogleich derart abgelenkt, bis dass er ihr ein Ritter und Zwene Fenden verstall. In Heinrichs von Freiberg Tristan geht es aber nicht um eine Verblendung durch die Kostbarkeit des Kleinods, sondern um das Erkennen eines Gnorisma, was soeben noch als Minnemetapher wie einem Apollonius hätte verstanden werden können, reizt Isolde zu einer aggressiven Schachentgegnung, indem sie den König mit dem Ritter Min bedroht. Damit ist nun nicht mehr nur die Figur des Springers gemeint, der auf Mittelhochdeutsch Ritter heißt, sondern Tristan, der ins Land gekommen war, um das vermeintliche Eheglück erneut zu stören. Der ahnungslose Marke besteht aus seinem Schach im Spiel, worauf der Erzähler auf Isolds Innenansicht schwenkt. Sie gedachte, ab Schach wird euch getan, mich dunkelt er sie kummen, von dem mir Sorge wird benommen. Durch regelwidriges Ziehen will Isolde die Partie so schnell wie möglich beendet sehen, sodass sie mit dem Boten allein sprechen kann. Als Eindringling in die Minnezweisamkeit versucht Tinas als Stellvertreter des Geliebten, dass das Spiel des ehelichen Liebespaares Marke und Isolde im Zeichen weiblichen Listhandelns zum Bild des Ehekrieges verformt wird. Aus dem ebenfalls nur oberflächlich intimen Minnestreet wird vorgeblich ein richtiger Streit, der das Spiel letztendlich abrupt beendet. Ein Stück wird hin und her gezogen, bis Tinas zur Schlichtung eingreift mit der Hand, an dem er Tristans Ring trägt. Der Stein all hier soll starn. Für einen kurzen Moment ruht Tinas Hand auf dem Spielbrett und lässt damit nicht nur Isolds letzte Zweifel verfliegen, sondern positioniert symbolisch den im Ring anwesenden Geliebten Tristrand zwischen Isolde und Marke auf dem Minnespielbrett. All hier. So wie Tinas als Dritter der Minnezweisamkeit bereits einer zu viel war, wird den Schachstücken ein weiterer Stein hinzugefügt. Minne und Schachregeln werden gebrochen. Spielfriede und Minnespiel sind zerbrochen. Isolde stierst das Brett von ihr hin, sam es in Zorne wäre geschehen. Erwartungsgemäß findet sich Schachmetaphorik im Minnesang allenthalben. Jedoch, wie im Kontext feindlicher agonaler Auseinandersetzung auch, ohne zumeist jedoch vom Spielen her eine eigenständige Bildlichkeit zu entfalten. Die bekannteste Verwendung findet sich in Walters von der Vogelweide sogenanntem Schachlied, allerdings weniger aufgrund des metaphorischen, sondern des intertextuellen Gebrauchs. Ein Mann verbütet ahne Pflicht ein Spiel, das ihm niemand wohl gefolgen mag. Er gichert, Svenne ein Wieb ersicht, sin Auge, dass sie sin osterlichen Tag, wie wäre uns andern Lüten so geschehen, sollten wir ihm allen sines Willen jächen. Ich bin der ihm es versprechen muss, besser wäre meine Frau, wenn sänfter groß, der ist mattes Burs. Gegen die Regeln reizt ein Mann in einem Spiel so hoch, dass niemand mehr mithalten kann. Zunächst könnte man glauben, es ginge um ein in höfischer Weise nicht akzeptiertes Spielen um Geld. Im letzten Vers der ersten Strophe wird jedoch deutlich, dass es sich um ein vorschnelles Mattbieten handelt und nicht um einen materiellen Einsatz.
Die überhastete Deklaration des Gewinns bezieht sich auf den wenig zurückhaltenden Gruß und das übertriebene Lob der Minnedame, die in der zweiten Strophe entsprechend mit Mattes Burs antwortet und den Spieler, Sänger, in die Schranken weist. Ich bin ein Wieb daher gewesen, so städte an Ehren und auch also wohlgemurt, ich truwe auch noch viel wohlgenessen, dass mir mit solchen Stellne niemand Schaden tut. Wer Küssen hier zu mir gewinnen will, der werbe es mit Furge und anders will, ist, dass es im Wirt je sah, er muss sin jemer sin min dirb und hab ihm's da und anders war. Das Mattbieten geschieht in den Augen der Dame also unrechtmäßig, widrig der Furge des Spielens bzw. des rechten Minnelobs, der vermeintliche Gewinn mit Diebesgut. Der Text steht in der Reihe von Liedern der sogenannten Reinmar-Walter-Fehde und bezieht sich auf Reinmars Lied »Ich wirbe um alles, das ein Mann«, das der Schreiber der Handschrift C als Rubrik über dem Lied »In dem Done« notiert. Dort bietet die Minnedame mit ihrer Tugendhaftigkeit allen anderen Frauen matt. »Ich wirbe um es alles, das ein Mann zur wertlichen Freuden jemer haben soll«. Das ist ein Wieb, der ich entkann. Nach ihr viel Großen werde nicht gesprechen woll. Lobbe ich sie, so man ander Frauen tut, das engenimmet sie niemer Tag von mir für gut. Doch swär ich des, sie ist an der Stadt. Das us wieblichen Tugenden nie furs getratt. Das ist in Matt. Da Walter Reinmars des Überlobens vorschnellen Mattbietens bezichtigt, setzt nun ihrerseits die Dame dasjenige Ich matt, das in Reinmars Lied den Kuss gestohlen hat. Wie in der Sangspruchdichtung lässt die Verwendung der Schachmotivik durch Reinmar, aber vor allem bei Walter, durchblicken, wie sich das Schachspiel nicht nur selbst als höfische Kunst, die es zu beherrschen gilt, sondern die aus seinen Begriffen abgeleitete Metaphorik als Ausdruck für perfektes höfisches Verhalten, Furge also, etabliert und sich bis zum Inbegriff von Meisterschaft des richtigen Lobens bzw. Dichtens von der Minne sedimentiert hat. Für den vorliegenden Zusammenhang interessanter noch ist eine mit Melodie und unter dem Namen Junger Stolle überlieferte Einzelstrophe aus der Kolmarer Liederhandschrift um 1460, für die meines Erachtens zwei Interpretationen möglich erscheinen. Schachzabel ward vor Treue erdacht. Seht mir ein griechisch Herre, das machte ein schönes Wieb. Der mich hat's billes anebracht, der will mir nemmen an Werre. Den meinen Jungen lieb. Er zücht mir Schach, ich mach ihn matt. Sin künk kommt nimmer ab der Stadt. Dass er mich möge vertrieben, mir hat mein junges Herze gesät. Ich soll hier Meister blieben. Die erste Variante, die aus dem Griechischen mit Herre, könnte zum Beispiel Ovid gemeint sein. Bekannte Erfindung des Schachspiels vor Troja wird nicht der Langeweile während der Kampfpause oder der Simulation von Kampftaktiken zugeschrieben, sondern die Inspiration durch eine Dame sei dafür verantwortlich gewesen. Das Spiel wird also bereits in seinem Entstehen mit der Minne, näherhin mit Minnesang, in Verbindung gebracht. Denn das Sänger-Ich habe das Schachspielen von jemandem gelernt, der nun seine Existenz als Minnesänger bedroht. Da der Schüler jedoch seinen Lehrer übertrifft, wie es auch so sein soll, bietet jener diesem Schach auf Matt. Das Ich behauptet auf diese Weise seine Meisterschaft im Singen und sticht die ältere Konkurrenz aus. Da die erste Strophe des jungen Stolle in T, Handschrift T, auf die Sprüche des sogenannten alten Stolle folgt, hat man erwogen, dass das überlieferte Epitheton Jung den Verfassern Anlass zu Autofiktionen gegeben habe und die Nachdichter ein jugendliches Ich sprechen ließen. Die Strophe diene also im Bild des Schachspielens auf Leben und Tod der dichterischen Selbstbehauptung und konstruiere aufgrund dessen den früheren Tod des jungen Stolle, was allerdings bedeuten würde, dass seine behauptete Meisterschaft wenig wert gewesen sein kann, wenn ihn trotzdem der frühe Tod ereilt hatte. Ein solch metaphorischer Rekurs auf das Schachspiel, wie ihn auch die Sangspruchdichtung
unternimmt, wäre nun zwar vielleicht in der Gattung angelegt, allerdings scheint mir im Hinblick auf die allzu konstruiert erscheinende Autorfiktion, die Volker Mertens und Burkhard Wachinger herausgelesen haben, meines Erachtens mehr Sinnkohärenz vorzuliegen, wenn man den Text als Frauenstrophe auffasst. Ich übersetze entsprechend. Das Schachspiel wurde vor Troja erfunden, sagte mir ein griechischer Herr. Das vollbrachte eine schöne Frau. Der mich auf das Spiel gebracht hat, der will mir unbeschadet meinen jungen Leib nehmen. Er bietet mir Schach, ich setze ihn matt, sein König kommt nicht mehr davon, dass er mich vertreiben könnte. Mir hat mein junges Herz gesagt, ich soll hier Meister bleiben. Damit komme ich zu Variante 2. Man könnte auch interpretieren, dass die Erfindung des Schachspiels vor Troja nicht nur von einer Frau inspiriert oder von der Minne inspiriert, sondern von der Frau verantwortet worden sei. Mit der Erwähnung des Schachursprungs vor Troje wird der Belagerungszustand der Stadt im Trojanischen Krieg als Assoziationshorizont aufgezogen und als Schauplatz eines Minnekampfes umgedeutet. Troja galt schließlich aufgrund des darin befindlichen Liebesgemachs von Paris und Helena schon immer als historisch-mythologisches Panorama der Liebe. Ich verstehe die Verse 4 bis 13 entsprechend als wörtliche Rede der Dame. Indem ein Ritter die Dame zur Liebe aufgefordert hat, habe er sie erst auf das Spiel gebracht, denn ohne Kampf habe sie ihm ihren jungen, unberührten Leib nicht überlassen wollen. Die Partie zwischen Mann und Frau wird metaphorisch aus den Begriffen Schach, Matt und Künk als König, als Liebesvollzug entfaltet. Am Ende siegt die Dame, indem sie den König bewegungsunfähig macht, das heißt ihren Geliebten bei sich behält. So bleiben gattungsmäßig die Frauen die wahren Meister des Minneschachs. Auf diese Weise schließt sich im spätmittelalterlichen Meistersang der Kreis zu den frühesten Erfindungsmythen des Schachspiels und seinen funktionalen, ethischen und sozialen Implikationen. Das metaphorische Möglichkeitsspektrum, das in den Ursprungslegenden angelegt und auf verschlungenen Pfaden bis in das mittelalterliche Europa über unterschiedliche Erzählkerne eingedrungen war und narrativ wie diskursiv ausgelotet wurde, kann letztlich derart ausgereizt werden, dass die historisch vergleichsweise spät auftretende Ausdeutung von Schach als Minne-Metapher schlussendlich verkehrt wird und die Minne überhaupt als Anlass für die Erfindung des Spiels figuriert oder eben sogar die Minnedame als Erfinderin des Schachspiels. Zunächst als höfisch-didaktisches Instrument zur Hemmung der Affekte dient es unter dem Einfluss der europäischen höfischen Kultur der adligen Oberschicht mit einem zusehends ausdifferenzierten, komplexen Literatursystem als metaphorischer Bildspender ihrer genussvollen Auskostung und als Metapher für die Selbstbehauptung des Dichters in Sachen Minne und Meisterschaft im Sang. Die Minnerede der Tugenden Schatzmeister Altwärts enthält eine Auflistung von Handlungen und Spielen, die alle in den Kontext der Minne gehören. Darunter auch das Schachspielen, als eines der wenigen, das nicht direkt als Liebeshandeln, wie etwa Kosen, Geilten, eins das ander unbefink, Smucken, Halste mit Luste, eins das ander Kuste, sondern als Minne-Topic verstanden werden kann. Wie brachen Rosen in Blumen fallen, brachen Blümelin, brachen des Mähenries oder direkt mit dem Körper gespielt werden, wie Springen, Spilten über Fürstelien, Slurgen durch den Ring, Schussen zu dem Still, Stiersen den Stain, Spilten blinde Musen. Bezeichnenderweise wird das unhöfische Würfelspiel nicht in der Liste aufgeführt. In einem solchen Kontext der Verbindung von Spiel und Minne gehören auch die von Stefan Matter ausführlich analysierten und vor dem Hintergrund entsprechender Bilddarstellungen interpretierten Minne-Konversationsspiele, die allerdings im deutschen Sprachraum kaum anzutreffen sind. Jedenfalls ist Matters Ansicht unbedingt zuzustimmen, dass das höfische Spiel einer der wenigen Orte am unter dichter sozialer Kontrolle stehenden Hof war, in dessen Kontext die Annäherung der beiden Geschlechter überhaupt möglich war, wenn auch unter Aufsicht und innerhalb der eng definierten Grenzen der Curalitas.
Diese Minnespiele symbolisieren nicht nur erotisches Handeln und Liebesvollzug, wie etwa die echten Spiele, deren Realien symbolisch aufgeladen werden, aber selbst keine intrinsische Bedeutung über die Funktionen hinaus, die sie für den Spielhergang haben. Der enge Körperkontakt, die intimen, ja beinahe obszönen Berührungen der Spielpartner am Gesäß, das zu Fall bringen etc. präfigurieren vielmehr Minnehandeln, als sie bloß arbiträr zu symbolisieren. Das heißt, das Ableitungsverhältnis von Spiel und Bedeutung ist nicht vom Spiel, sondern von der Bedeutung her motiviert. Sie stehen außerdem, so hat Matter gezeigt, gewissermaßen als Platzhalter für Minne-Konversationsspiele aus der französischen Tradition, beziehungsweise bilden eine der medialen Ausdrucksmöglichkeiten von Minne-Interaktion. Was die Konversationsspiele angeht, die Minne-Kommunikation oder höfische Konversation im Allgemeinen einüben, stehen dagegen in einer ganz anderen, nämlich der Tradition der kasuistischen Gesprächskultur, die bereits aus der Antike bekannt ist und im weiteren Sinne Spielcharakter im Sinne von Probehandeln hat, aber als Teil der Rhetorik aus der Vermittlung gelehrten Wissens stammt. Wie das Würfelspiel aufgrund seiner historischen und funktionalen Verwandtschaft mit der Lotterie in ein metonymisches Verhältnis zur Gotteslästerei gebracht wurde, firmiert es auch in der mittelalterlichen Erzählliteratur als Symbol für alles Dunkle, Unreine, Unwahre und Unverständliche, Heidnische, Derbe und Bäuerische, kurz alles Unhöfische und ist damit dem Schachspiel kategorial entgegengesetzt. Das aus Motiv und Muster göttlich inspirierter oder jedenfalls gefälligen und artistisch meisterlichen Redens, Dichtens und Verstehens gilt. Denn wenn die Sangspruchdichtung ihre Meisterschaft bis hin zur Rätselhaftigkeit, zum nicht immer eindeutig positiv konnotierten Rätselspiel steigert, deren oft nur fiktive Entschlüsselung den Meistern allein vorbehalten ist, lässt sich das in jenem Paradox widerspiegeln, in welchem die Schachzabelbücher die Eigenschaft des Fremdvertrauten des Schachspiels wie ihre eigene literarische Leistung einbetten. Soll das Schachspielen erst über die höfischen Tugenden qua simulierender Darstellung und Ausführung belehren, sind jene doch bereits Voraussetzung dafür, diese zu erkennen und zu begreifen. Das Schachspiel braucht seine Schachreden, wenn es seine pädagogische Funktion entfalten soll. Die verborgen Togen mannighoflich List, von der Konrad von Ammenhausen spricht, die im Spiel und seinen Regeln steckt, kommt wie die allegorische Zeichenebene der Bibel nicht ohne Hermeneutik aus. So rücken die Verfasser der Schachzabelbücher in die Position der Exegeten. Spielen und Dichten sind aufeinander angewiesen. Diese metapoetische Vereinnahmung des strategischen Brettspiels mit seiner für die höfische Kultur kaum hoch genug zu beurteilenden Wertschätzung und den für die Themenkomplexe Gewalt, Tugenderziehung und Minne implikationsreichen Ursprungsorten ist dabei zwar nicht ganz neu. Schachspielen im Kloster ließ sich über die Dichtungen Ovids durchaus legitimieren und aufwerten. Der im Schach überlegene Wesir Ibn Amar ist ein Dichter. Die Freundschaft zu Mutamid besteht vor allem über die Dichtkunst. Die politische List, wie das Schachspiel, das Schachspielen und seine Realien sind schon im Arabischen in ästhetischen Handlungen und das Handeln seiner Meisterdichter eingebettet. Überhaupt, die frühe Existenz von Schachgedichten deutet auf einen intrikaten Zusammenhang von Brettspiel und Dichtung hin. Der christlich-höfische Tugenddiskurs nennt das Spielen in einem Atemzug mit Dichten, Erzählen und Singen im Kontext höfischer Tugenderziehung, Zeitvertreibs- und Festbeschreibung, bis schließlich im Besonderen die europäische volkssprachige Literatur das ursprünglich indische Brettspiel im großen Stil zur metapoetischen Reflexion ausformt. Mit Blick auf den Minnesang, die Sangspruchdichtung, sowie auf den klassischen und nachklassischen höfischen Roman zeigt sich, dass nicht nur Gewalt, Tugenderziehung und Minne, sondern das kunstvolle Dichten und Singen darüber literarische Produktion überhaupt von den Autoren im besonderen Maße aus und mit Vokabular und Metaphern des Spiels entfaltet und schließlich im Erzählen vom Spielen intensiv reflektiert wird.